Hallo liebe Magic-Freunde! Wir auf Gamesum sind zurück mit einem neuen Magic the Gathering Video. Spät aber doch präsentieren wir euch heute nämlich die neuen Dual-Decks von Magic, Mind vs. Might. Und also kurz gleich mal vorweg, für wen sind die überhaupt gemacht? Zumeist für Einsteiger, wer kennt es von euch nicht, ihr wollt mit Magic beginnen, ihr kennt niemanden, der es spielt. Vielleicht kennt ihr sogar Leute, die es spielen, die haben halt viel stärkere Decks als ihr. Ihr als Beginner kennt euch mit den Regeln vielleicht noch nicht so ganz aus, wollt gerade einsteigen. Macht sich halt nicht gut, beziehungsweise macht euch relativ wenig Spaß, wenn ihr gegen Leute spielt, die auf einem anderen Level oder auf einem anderen Niveau spielen, alleine schon wegen ihren Karten. Und da kommen die Dual Decks ins Spiel, die von Wizards regelmäßig rausgebracht werden. Die beinhalten nämlich zwei komplett vollständige Decks, die in der Stärke relativ gleichwertig sind und sich einfach nur im Spielstil voneinander unterscheiden. Diesmal haben wir Johira, das ist das Mind-Deck. Die spielt sich eher zurückhaltend, basiert sehr, sehr stark auf Zaubern, auf Instants, auf Sorceries, also auf Spontanzaubern und auf Hexereizaubern. Und ihr gegenüber steht Lovisa, ich versuche die mal ohne den Licht hier ins Bild zu bringen, genau. Die ist eher so quasi der Agro-Charakter und darauf basiert auch das ganze Deck. Schnelle Angriffe, schnell gewinnen. Was wir dabei haben, neben den zwei Decks, sind zwei Würfel. Die könnt ihr verwenden, um euren Lebenspunktestand anzuzeigen. Sind 1 bis 20er Würfel, hier schön in grün und in rot. Die Farben von den Würfeln können übrigens variieren. So, dann muss ich mich kurz organisieren hier. Was haben wir noch dabei? Wir haben zwei Deckboxen dabei für die beiden Decks. Damit könnt ihr die auch direkt transportieren. Plug and Play. Dann haben wir eine Quick Reference Card. Das sind im Prinzip, was da drin steht, ist grundlegend, wie ein Magic-Zug aussieht, wie das Spiel funktioniert. Und noch einmal groß zum Aufhalten. Woraus die Decks bestehen, das heißt, eure Deckliste ist da drauf, sowohl von Mind als auch von Might. Und wie ihr, ich versuche das ganz in die Kamera reinzubringen, und nochmal ganz kurz auch, wie ihr das Deck am besten spielt, wie sich das Spiel mit dem Deck eignet. So, richtig schön. Genau, und eine Kurzgeschichte ist auch noch dabei. Leider sind die zwei Decks diesmal nicht auf Deutsch. Deswegen werde ich das skippen, euch die Karten einzeln zu präsentieren. Seid mir nicht böse, wenn ich das auf die Seite lege. Dafür widmen wir uns jetzt, oh no, unseren Foils, die gerade hinausgepoppt sind leider. So, was mir hier ganz gut gefällt ist, sie sind noch immer leicht gebändet, also leicht gebogen, weil sie da drin sind. Das ist allerdings schon deutlich besser geworden, als wir es bis jetzt kennen. Ist natürlich noch immer schade, dass sie so gebogen sind. So, was wir hier sehen, sind unsere zwei quasi Hauptcharaktere. Ich werde die Decks jetzt mal ein bisschen aufsplitten. So, die ganze Verpackungsmaterial entfernen. Und zwar haben wir hier, ich versuche euch das auch das Gefäulte, also das Glitzernde, ein bisschen schöner zu präsentieren, sind die zwei Foils. Das sind Mythics. Erkennt ihr an dem orangenen Logo hier, dass man leider nicht so gut erkennt, wie ich es gern hätte. Genau, so. Und dann habt ihr das Deck hinten dran. Das besteht jetzt, nachdem wir unsere Mythic hier schon entfernt haben, noch aus 59 Karten und beinhaltet im Prinzip alles, was ihr zum Spielen braucht. Ihr habt Länder dabei, sowohl Standardländer als auch zweifärbige Länder. Die Decks sind nämlich zweifärbig. Hier haben wir bei unserem Mind-Deck spielen wir blau-rot. Das heißt, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit den Farben auskennt, aber das heißt, dass wir schon sehr, sehr zauberlastig sind und haben anfangs vorab direkt unsere Rares, von denen überraschenderweise doch einige enthalten sind. Und so arbeiten wir uns quasi vor. Sie sind sortiert nach... Wonach denn? Sind sie sortiert nach... Nein, sind sie nicht. Sortiert nach dem Raritätsgrad, sind sie aber nicht, merke ich gerade. So, dann kommen wir hier zu den Standardländern, die skippe ich jetzt mal.
Genau. Kommen wir hier zum zweiten Teil von dem Deck und haben dann ganz hinten nach. Ich gehe die jetzt relativ schnell durch, bitte wundert euch nicht. Und haben dann hinten raus nochmal zweifärbige Länder. Genau. Was ihr euch nicht erwarten dürft, wenn ihr die Dual Decks kauft. Ah, und Tokens haben wir auch noch hinten dran, die natürlich für das Deck benötigt werden. Was ihr euch leider nicht erwarten dürft, ist extrem viel wert. Die Teile sind sehr kostengünstig und weil sie so kostengünstig sind, gibt es relativ viele am Markt. Und damit, ja, also eine große Wertsteigerung gibt es bei den Karten in der Regel nicht. Wie gesagt, was die Decks ganz angenehm macht und ganz schön macht und warum ich sie mir auch immer wieder gern zulege, obwohl ich schon lange Magic spiele, ist einfach, dass du zwei sehr gleichwertige Decks hast. Und in der Regel, besonders die Modern-Spieler, unter euch werden das kennen, man trifft sehr oft auf die gleichen Kartenkombinationen, man trifft sehr oft auf ähnliche oder um die gleichen Karten herum gebaute Decks. Und da ist es schon ganz nett, auch wenn sie normalerweise langsamer sind zu spielen, einfach mal was anderes zu spielen und auf eine neue Herausforderung zu treffen. Damit könnt ihr nämlich auch, wenn die Geschwister oder neue Freunde ins Spiel einsteigen, einfach mal loslegen, kostengünstig. Und wenn ihr auf den Geschmack kommt und bei Magic bleiben wollt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, dieses Deck oder diese Decks als Grundlage zu verwenden, je nachdem, was ihr lieber spielt. Und finde ich auch wunderschön, das Artwork. Diese Decks als Grundlage herzunehmen und quasi ein frisches Deck um die herum zu bauen. So. Da mal wieder die zweifärbigen, diesmal rot-grün. Passend zum schnellen Spiel und zu Power. Und die Tokens wollen wir natürlich auch nicht skippen. Ein paar Elefanten, Elfen, ein Wurm. Mit den Dual Decks erhaltet ihr eben zwei Decks, die sehr unterschiedlich gespielt werden können, aber nicht müssen und nicht besonders komplex sind. Natürlich gibt es alle möglichen Kombinationen, wie ihr spielt. In der Regel sind aber sowohl Mind als auch Might relativ einfach zu spielen. Man kann sehr schnell reinkommen. Trotzdem ergeben sich sehr, sehr viele verschiedene Kartenkombinationen, was auch das Spiel nach der ersten oder zweiten Runde nicht langweilig werden lässt. Und sollte es euch doch mal fad werden, dann könnt ihr noch immer das Deck tauschen und einfach mal die andere Seite bzw. das andere Deck ausprobieren. Und ganz ehrlich, Lovisa macht sich im Foil halt richtig, richtig gut. Wir hoffen wie immer, dass dieses Video für euch informativ war, dass es für die Einsteiger unter euch einen Mehrwert geliefert hat, dass diejenigen, die nicht genau gewusst haben, was sie mit den Dual Decks anfangen können, jetzt einen Ticken schlauer geworden sind und hoffen, dass wir euch ja wie immer beim nächsten Video sehen, denn wir sind nur noch eine Woche vom Release vom neuen Set Amonkhet entfernt. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ich habe schon mit 4 Leuten diskutiert. Keiner weiß genau, wie man es am besten ausspricht. Wenn ihr es wisst, dann bitte hinterlasst mir einen Kommentar. Und sonst hoffen wir, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr uns wie immer ein Like hinterlasst. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Einstieg in die Welt von Wizards of the Coast bzw. von Magic the Gathering, dem größten Kartenspiel weltweit und das, wie wir finden, auch mit den neuen Dual Decks absolut zurecht.